Dann Ja, herzlich das war willkommen. wirklich sehr gerade. So, herzlich willkommen zum Seminar heute mit dem Titel Benutzerverhalten, Anliegen eines Spartenschatzmeisters. Eine, wenn Sie meine Gesichtszüge jetzt sehen könnten, ein sehr düsteres Kapitel. Nein, sehr, sehr trocken. Denn ja, was die Benutzerverwaltung betrifft, ist ja eigentlich ganz, ich sage mal, ganz angenehm, ganz, ja, ganz flockig. Nur es gibt eben ein paar Benutzerrechte, die sind eben sehr, sehr erklärungsbedürftig und das liegt schlicht und ergreifend daran, ja, dass sie etwas ja, bedingt der Sache, sage ich jetzt mal, sehr kompliziert sind. Und das betrifft eben genau diesen Spartenschatzmeister. Wir befinden uns immer noch also in NetXP Freien unter Benutzerliste und sind natürlich als Admin angemeldet, weil er vielleicht auch nochmal hier zur Wiederholung, wenn man nicht als Admin angemeldet ist, dann kann man auch keine Benutzer anlegen. Das kann also nur der Admin und in einem Verein gibt es nur einen Admin. Und der eine Admin, der kann auch keinen anderen zum Admin machen, sondern es gibt halt wirklich nur einen. Ja, und jetzt bin ich eben in dieser Benutzerliste und klicke jetzt mal unten wieder auf Neuer Benutzer. Und jetzt haben wir uns ja letztes Mal immer hier aufgehalten, und zwar bei diesem Benutzer mit Standardrechten. Wir haben eine separate Schulung schon gemacht mit dem Kassenprüfer. Und jetzt bewegen wir uns eben bei diesem sehr umfangreichen Recht des sogenannten Spartenschatzmeisters. Jetzt ist vielleicht erstmal zu erklären oder zu erklären, was ist denn ein Spartenschatzmeister eigentlich im Sinne von NetXP Verein? Es ist kein Geheimnis, dass wir sehr viele Mehrspartenvereine natürlich als Kunden haben, weil es natürlich von denen also auch in Deutschland natürlich am meisten gibt. Jede größere Ortschaft hat normal ihren angestammten Turn- und Sportverein und die sind also auch eigentlich immer Mehrspartenvereine, was auch ganz hervorragend ist und was sicher also auch der sportlichen Vielfalt in Deutschland sehr zuträglich ist. Denn so etwas, wie es es in Deutschland gibt mit diesen ganzen Sportvereinen, das gibt es tatsächlich nur in Deutschland und ein bisschen in Österreich. Okay, wie gesagt, und nur um diese Mehrspartenvereine dreht es sich meistens, denn diese Mehrspartenvereine haben sogenannte oder haben oftmals sogenannte selbstverwaltete Sparten. Das bedeutet, das im großen Dach, im großen Haus eines Turn- und Sportvereins oder eines Sportvereins allgemein gibt es eventuell eben sogenannte selbstverwaltete Sparten. Das heißt also, der Turn- und Sportverein unterhält jetzt beispielsweise eine Sparte Turnen, was er eigentlich immer hat. So, und diese Sparte Turnen ist selbstverwaltet, das heißt, die hat also einen Spartenleiter, diese Sparte Turnen hat einen Spartenschatzmeister, das heißt, der kümmert sich nur um die Finanzen seiner Sparte, die Sparte hat einen eigenen eventuell Kommunikator, also einen eigenen Schriftführer, eigene Beiräte, also alles, was eben ein normaler großer Verein auch hat, aber eben nur halt für die Sparte. Und genau für diese Art von Vereinen ist das Ganze. Sehr häufig werden wir gefragt und so, ja Mensch, wir haben auch verschiedene Sparten, müssen wir jetzt wie lauter Spartenschatzmeister anlegen. Und hier ist es dann oftmals so, dass die Vereine aber nur ein Girokonto und eine Kasse haben und eben alle Sparten vom Hauptschatzmeister eben erledigt werden. Ja, in dem Fall brauche ich natürlich keinen Spartenschatzmeister, weil ich habe ja dann einen Hauptschatzmeister, der alles macht. Oftmals gibt es dann auch drei Hauptschatzmeister, die sich eben dann die Arbeit teilen. Aber auch hier habe ich dann keinen Spartenschatzmeister, sondern dieser Spartenschatzmeister bezieht sich auf selbstverwaltete Sparten. So, wir klicken jetzt mal auf Übernehmen und jetzt schauen wir, was wir alles einstellen können. Und das Erste, was wir merken, ist, ui, da gibt es jetzt schon mal deutlich, deutlich, deutlich mehr als vorher, als früher. Was gleich bleibt, ist der Benutzername. Ich nehme jetzt mal Kassier, nenne ich den Squash. Ich nenne diesen Spartenleiter jetzt einfach mal Kassier Squash, vergebe also wieder ein höchstgeheimes Passwort. 1234QUER. 1234QUER. Und gebe dann eben Racket Hans. Oder Schmidt. Das ist ja wurscht, das ist egal. E-Mail-Adresse könnte man eben nur geben, damit eben der Admin weiß, wer das genau ist. So. Und jetzt fällt Ihnen sicher auf, dass hier ein ganz besonderes Recht fehlt, und zwar welches? Was für ein Recht fehlt hier? Wer kann es mir sagen? Der Kassierer fehlt hier, der Schatzmeister. Sehen Sie hier irgendwo ein Recht Schatzmeister? Nö, denn das steckt ja, Entschuldigung, das steckt ja da oben sowieso schon mit drin.
das Wort Spartenschatzmeister. Das heißt, es ist allein bei der Auswahl eines Spartenschatzmeisters schon völlig klar, dass der später Kassier ist. Und deshalb steht hier auch nicht Benutzerrechte, sondern Zusatzrechte, zusätzlich eben zu dem Recht des Kassiers. Natürlich eines eingeschränkten Kassiers, aber trotzdem Kassiers. Will ich, dass der zusätzlich noch Mitglieder verwalten darf, eventuell nur die seiner Sparte? Darf der Benutzer Mitglieder löschen? Kann ich dieses separates Recht anklicken? Darf der eventuell nur kommunizieren, das heißt E-Mail, SMS oder Serienbriefe erstellen? Darf der auf den Zentralspeicher des Vereins zugreifen oder schränke ich den noch weiter ein, indem ich den also nur lesenden Zugriff gewähre? Das sind also als nur Zusatzrechte. Und erlaube ich es diesem Spartenschatzmeister, Backups für den Verein auszuführen? Keine Angst. Aufgrund oder auf Basis dieses ausgeklügelten Backup-Systems von uns ist es ihm trotzdem dann später nicht möglich, fremde Daten zu lesen, also nur die von ihm freigeschalteten Daten. Also bin ich immer der Meinung, je mehr Backup, desto besser. So, im nächsten Register kann ich ihm einstellen. Natürlich macht es nur Sinn, wenn ich ihn hier als Kommunikator einstelle, dass er also eben mit einer bestimmten Absenderkennung SMS versenden darf und dass er also dass ich ihm keinen SMS-Versand erlaube oder ein benutzerbezogenes Kontingent, das heißt also ein Kontingent, das nur für ihn freigeschaltet wird. Mehr dazu in der ganzen SMS-Erklärerei, also bei diesem SMS-Seminar. Jetzt geht's aber los. Jetzt kann ich den eventuell auf bestimmte Konten einschränken. Das würde natürlich bei mir jetzt keinen Sinn machen. Warum? Weil ich jetzt kein separates Konto hätte, das eben dieser Squash hier bedient. Sekunde, das legen wir jetzt mal schnell an, dass wir das mal gesehen haben. Ich wechsle jetzt mal ganz kurz auf Finanzdatenkonten als Admin und lege jetzt mal ganz kurz separates Girokonto an. Spartengiro und ich habe jetzt natürlich kein echtes Online-Banking hier. Entschuldigung. Legt dann also hier nochmal ein separates Konto an, Spartenkonto Giro. Jetzt gehe ich in die Benutzerliste und jetzt mache ich das, was ich gerade vorher schon gemacht habe, mache ich gleich nochmal. Also wieder neuen Benutzer, als Spartenschatzmeister, ich nenne den Kassier Squash, vergib wieder Passwort. Jetzt mache ich es aber diesmal richtig. Habe zusätzlich keine Sachen vergeben. Und jetzt schauen Sie mal, und jetzt könnte ich dem zum Beispiel sagen, der darf nur Bestandskonten technisch auf diesem Spartenkonto, auf diesen Spartenschiro Squash buchen. Eventuell eine Barkasse dazu. Das bedeutet, wenn sich der später einloggt auf Finanzdatenkonten, dann sieht er nur sein Spartenkonto. Erste Möglichkeit der Einschränkung. Das heißt, wenn ich will, dass ich in meinem Verein das so regle, dass jede Sparte ihr eigenes Konto hat, dann kann ich perfekt später auswerten. Denn ich kann dann zum Beispiel als Hauptschatzmeister sagen, ich will jetzt beispielsweise nur das Konto, das Bestandskonto Squash sehen. Einnahmenüberschussrechnung. Also Girokonto Squash und eventuell Barkasse Squash. Das ist die erste Möglichkeit, wie ich das Ganze auswerten kann. Okay? Das nächste. Ich kann ihm hier eine Sparte einschränken. Und es würde natürlich durchaus Sinn machen, dass ich ihm hier Squash einschränke. Das bedeutet, dieser Spartenschatzmeister kann später Mitgliedsbeiträge ziehen, zu dem kommen wir später noch oder kleiner. Aber eben nur für Mitglieder der Sparte Squash. Jetzt kann ich ihm noch Beiträge einschicken, weil was interessiert in der Tennis-Staffelbeitrag? Das interessiert den nicht. Der darf nur die Squash-Beiträge einziehen, nichts anderes. Wenn er später bucht, dieser Spartenschatzmeister, dann darf der eventuell nur auf Beiträge Squash buchen, mehr nicht. Der darf nur die eine Koststelle buchen, weil er darf eventuell nur Beiträge. Das ist eine zusätzliche Möglichkeit. Das brauche ich jetzt aber gar nicht machen, weil wir kommen gleich noch zu was anderem. Denn das wäre jetzt eine Möglichkeit, dass ich also praktisch Beiträge auf Verbände für Fußball, für Squash, für jeden Einzelnen. Löhne und dann eben hier einstelle. Das ist wieder eine Möglichkeit. Also das eine ist Konteneinschränkung, das andere eine EA-Stelleneinschränkung, dass ich ihm also nur bestimmte Felder anbiete zu buchen.
nur bestimmte Sachkontenanbieter zu buchen. Und das dritte ist, ich kann ihn auf ein Projekt einschränken. Jetzt muss ich leider nur mehr abbrechen, weil ich habe noch kein Projekt angelegt, aber das sehen Sie, das geht inzwischen ja dann schon. Ja, jetzt macht man es nicht. Ich mache das erst, speichere und dann erstelle ich ein Projekt und dann gebe ich ihm das nochmal. So. Und dann kann ich ihn noch auf ein bestimmtes Budget einschränken. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel für alle, wie wir es in der Budgetschulung gemacht haben, dass ich also für Fußballer Budget mache, für den Hauptverein, für Tennis, für Squash, dann kann ich sagen, du Freund, du darfst aber nicht alle anderen Budgets sehen, sondern du darfst also nur dein Budget, also nur das Squash-Budget sehen. Das ist oftmals, um Lärm zu vermeiden, nenne ich es immer. Also, dass überhaupt keine Streiterei aufkommt, zeige ich ihm wirklich nur Sachen, die ihn was angehen, und dann kommen die gar nicht auf die Idee, dass sie sich irgendwas anderes anschauen, wo sie sich eventuell aufregen müssen. Ein Teilnehmer weiß, was ich meine. Dann gibt es eventuell Mitgliedermasken. Das heißt, im Maskendesigner haben wir gelernt, dass es teilweise sinnvoll ist, eben die Mitgliedermasken umzubauen. Und hier kann ich dann eben diesem Spartenschatzmeister Masken für die Mitgliederansicht eben abändern. Natürlich auch nur, wenn er Mitgliederverwalter ist. Und ich kann ihn jetzt noch verschiedene Reiter ausblenden. Also alles, was wir also hier auch bei einem Standardbenutzer gesehen haben. Das kann ich ihm also hier dann zusätzlich noch einschränken. Ich klicke jetzt mal auf Speichern, muss daraufhin eben das Passwort jetzt ausnahmsweise nicht wiederholen. Wir haben das für eine kleine zweiten Zeile, weil das eventuell sehr lange dauert, bis der Spartenschatzmeister angelegt ist. Ich will jetzt noch eins machen, und zwar gehe ich jetzt mal nochmal auf Finanzdaten Projekte und lege also jetzt hier nochmal ein neues Projekt an mit dem Namen Squash. Übernehmen. Und jetzt weise ich das, also jetzt ändere ich diesen Spartenleiter Squash, Entschuldigung, diesen Kassier Squash nochmal. Klicke jetzt also auf Anzeigen. Und kann ihm jetzt eben dieses Projekt feststellen, also einschalten. Dann habe ich dann die Möglichkeit, Benutzer muss beim Verbuchen ein Projekt angeben. Der Benutzer hat nur Zugriff auf Buchungen der gewählten Projekte. Also ich könnte ihm auch mehr angeben. Der Benutzer kann mit den Projekten arbeiten. Eine Auswahl beim Verbuchen ist jedoch optional. Hat folgenden Hintergrund. Sie sehen, das ist ja normal nichts anderes wie so eine unterteilte Kostenrechnung. Wenn ich das so mache, dass ich meinen Sparten Projekte anlege, dann verliere ich natürlich die Möglichkeit einer untergliederten Kostenrechnung. Das bedeutet, dann kann ich eben kein Sommerfest mehr anlegen, außer das würde dann der Hauptverein buchen. Denn was jetzt nicht geht, ist, dass ich also ein Projekt Squash anlege und in Squash nochmal ein anderes Projekt. Das ist in Planung, geht leider aber noch nicht und wird noch lange dauern, denn das Projekt Problem bei unseren Änderungen ist, alles, was wir ändern, müssen wir erst einmal schauen, ob das auch auf die 7000 Vereine, die wir inzwischen haben, ob das auch passt. Das heißt, ob wenn wir jetzt irgendwas ändern in der Buchhaltung, ob es dann den anderen nicht die komplette Buchhaltung zerschießt. Und aus dem Grund dauern momentan die Änderungen relativ lang. Eine Anmerkung bitte. Jawohl. Squash wäre jetzt ein Projekt, aber man kann jetzt mehrere Projekte anlegen und kann diese dann freigeben für die Sparte Squash. Ja, schon. Aber ich kann ja eben kein Unterprojekt. Ich kann da nicht später sagen, gib mir alle Buchungen von Squash und dann sehe ich alles, was die jemals gebucht, also dann sehe ich halt wirklich nur, was Squash gebucht hat. Wenn, dann müsste ich also angeben Squash Sommerfest 2016 und Squash allgemein und Squash irgendwas Besonderes. Das wird dann Ja, schon wieder gehen, dass ich mehrere Projekte habe. das lässt sich doch im Journal anklicken dann und Natürlich. dann. Ja, also so habe ich habe mehrere, ich habe vier Projekte innerhalb Eine der Abteilung. Sparte. Und das geht also ganz hervorragend. Das freut mich. Das ist eine gute Idee. Auf alle Fälle eine super Idee. Und es ist teilweise wirklich so, und das sieht man es auch wieder, dass Vereine teilweise etwas ganz anders machen, als wie wir das jemals vorgesehen haben. Das hier, das ist eine super Idee. Das ist eine phänomenale Idee, finde ich persönlich. Denn ich kann natürlich Also in ich der habe. Journalauswertung später dann die vier Projekte anklicken und dann habe ich sicher alles, was die Sparte gebucht hat. Und trotzdem kann er es aber untergliedern. Ja, das lässt sich also einwandfrei untergliedern. Und alles, was jetzt nicht auf. Also einmal habe ich Turnen, da kann man alles buchen. Genau. Und dann haben wir zum Beispiel eine Reha-Abteilung, dann haben wir, machen wir Kurse. Bei den Tennisleuten habe ich. Ja, Jugendtraining, Hallen mieten etc. als Projekte Okay. eingegeben.
Ja, und immer halt Und so allgemein wahrscheinlich dazu. ja, aber die lassen sich dann hinterher super auswerten im Das ist nicht Journal. schlecht, ja. Das ist eine gute Idee. Das ist wirklich eine gute Idee. Das ist eine ganz hervorragende Idee. Haben wir noch nie gesprochen? Komisch, ja. Aber okay. Können wir jetzt mal machen. Ich mache jetzt mal, ich nenne das jetzt einfach, naja, lassen wir mal Squash drin. Ich soll jetzt mal speichern. Wir melden uns jetzt mal als dieser Kassier-Squash an. Schauen wir mal. Also als Benutzer einloggen. Und jetzt sehen wir mal, wie dieser Spartenleiter das Ganze sehen würde. Wir schauen erstmal auf die Mitglieder. 880 haben wir im Hauptverein, der hier 770. Ist klar, der sieht nur Squash. Der sieht auch nur die Sparte Squash. Der sieht nichts anderes. Der sieht auch, zwar sieht er die anderen Gruppen, aber eben nur wieder die, das können wir im Übrigen auch noch später, auch nur Squash. Dann die Beitragsgruppen sieht er natürlich auch nur Squash. Mitgliederstatus sieht er alle. Erweitert kann er natürlich mit seinen Mitgliedern jetzt filtern, was er will. Aber wie gesagt, er sieht jetzt nur hier sehr eingeschränkt das Ganze. Natürlich sieht er Konten. Ist ja klar, er ist Kassier. Er sieht aber natürlich nur Spartengiro-Squash. Nur das Konto, das ich ihm freigegeben habe. Er kann auch kein neues Konto anlegen. Da bin ich schon sehr häufig gefragt worden, warum kann jetzt der kein neues Konto anlegen? Das ist ganz einfach, weil der Hauptschatzmeister mit seinem Genick in der Schlinge hängt. Wenn hier jeder, jetzt entschuldigen Sie den Ausdruck, Pfosten, Konto anlegen könnte für den Hauptverein, dann würde das im Chaos enden. Denn das wollen wir nicht, sondern das soll schon, der Hauptschatzmeister soll entscheiden, der eben ja, mit der Schlinge, mit dem Genick in der Schlinge hängt, welche Konten der Verein hat und welche nicht. Das ist nämlich der Wichtige. Die Spartenschatzmeister, die können es egal sein. Der vor dem Kadi sich verpflichtende Schatzmeister ist der Hauptschatzmeister und sonst keiner. Aus diesem Grund, da ein Spartenschatzmeister kein Konto anlegen. Wenn der der Meinung ist, dass er jetzt eine neue Barkasse braucht, dann muss er zum Hauptschatzmeister gehen, muss die beantragen, der schaltet ihm die frei, also der erstellt das Konto, schaltet es ihm frei und dann kann er drauf buchen. Anders nicht. Ich glaube, ist klar soweit, oder? Ich glaube, jetzt weiß auch jeder, was ich für eine Art von Schatzmeister bin. Sekunde, wir haben ja nicht gespeichert. Sie sehen, er darf keine Einnahme- und Ausgabestelle buchen. Das ist jetzt schlecht. Das ändern wir gleich. Ich beende diesen Benutzer nochmal. Schauen wir das nochmal ganz genau an. In den IA-Stellen und merke, dass ich bei Beiträge Squash nicht gespeichert habe. Sehen Sie das? So, Beiträge Squash gespeichert. Melde mich wieder als der Kassier Squash an. Schauen wir die IA-Stellen an. So, und sehe, dass ich keine habe. Sekunde nochmal. Da wieder nicht gespeichert, schon, oder? Jetzt habe ich immer mal ein bisschen mehr gegeben, also mal so einen ganzen Baum. Denn eine einzige Kostenstelle zu vergeben, macht also keinen Sinn. Wie gesagt, also man kann, ich meine, der hat ja nicht nur eine Kostenstelle. Dann braucht er keinen Schatzmeister für eine Sparte, wenn er nur in ein Konto buchen darf. Wenn man ihm mehr Konten freigibt, schauen wir uns mal, dann funktioniert das natürlich auch. Kann ich zum Beispiel sagen, wie viele Ausgaben hat er nicht und hier darf er hier nicht und hier nicht und hier nicht. Und hier nicht und hier nicht und hier nicht. Und jetzt werden Sie gleich sehen, speichern und als Benutzer einloggen. Also ich habe ihm jetzt nur eine untergeordnete Stelle gegeben. Und aus dem Grund, weil ich muss natürlich die oberen auch anhaken. Wissen Sie? Das ist das jetzt. Also jetzt könnte er nur auf eine einzige Kostenstelle buchen. Bei den Projekten hat er natürlich, haben wir ihm auch nur eins freigeschaltet, ist klar. Er hätte aber seine eigenen Artikel, könnte er anlegen, nur die für ihn. Dann seine eigenen Lieferanten könnte er anlegen. Alles wie in seiner eigenen kleinen Welt. Und wenn er bucht, schauen wir uns einmal ganz kurz an, dann hat er natürlich nur ein Konto. Er hat nur seine Mitglieder als Buchungspartner. Und er bucht in seinem Projekt, er kann das gar nicht ändern, er bucht also automatisch im Projekt Squash. Oder in einem der vier für ihn freigeschalteten Projekte. Er kann nur in seiner einzigen Kostenstelle buchen, die wir ihm freigestellt haben, und fertig. So, und wenn er auswertet, dann sieht er auch nur, also geht jetzt ins Journal und wertet jetzt bei sich aus, und dann sieht er auch nur seine Buchungen. Nur die Buchungen für ihn. Und jetzt, glaube ich, ist jedem der Sinn von NetXP-Verein klar. Denn der hier, dieser Spartenschatzmeister für Squash,
der merkt nicht. Für den ist das sein kleiner Verein, für seine kleine Welt, seine 70 Mitglieder, seine 200 Buchungen im Jahr. Mehr ist, mehr hat er nicht. Merkt aber nicht, ja. Bitte? Kann der Spartenschatzmeister auch neue Beiträge festlegen? Nein, kann er nicht. Das ist genauso da ein ist Punkt. Das ist genauso ein Punkt. Das darf da er ist das Problem. Nicht. Warum? Ja, wenn zum Beispiel in der Sparte jetzt, sagen wir, im Squash wird ein Kurs eingerichtet. Okay. Ja, Squash zum Kennenlernen und da wird ein Pauschalbeitrag jetzt mal als Sonderaktion gemacht. Das kann also der Spartenschatzmeister nicht machen. Das nein, nein, kann er nicht machen. Und auch aus diesem, und auch hier haben wir eben den Grund, wenn der selber Beiträge einfügen könnte, ich sage jetzt mal, wenn es ein ganz böser Mensch wäre, dann könnte der also jetzt irgendwie einen Spartenschatzmeister-Förderbeitrag einführen, der bucht den von den Mitgliedern ab und bucht es auf sein eigenes. Also wissen Sie, das Mitglied des Vereins hat einen Vertrag mit der Körperschaft. Und die Körperschaft, der Verein, die Körperschaft wird vertreten durch den Hauptschatzmeister und nicht durch den Spartenschatzmeister. Aber der Hauptschatzmeister kann doch auch keine Beiträge festlegen, das kann doch nur der Admin. Nein, nein, der Hauptschatzmeister kann schon, doch, doch. Sekunde, ich mache mal zu. Ach, Entschuldigung, jetzt habe ich so viel zugemacht, dass man, also jetzt habe ich wieder ein Admin gestartet und wenn ich mich jetzt mal als Schatzmeister anmelde, ich bin jetzt wirklich nur Schatzmeister und Mitgliedsverwalter und hier darf ich natürlich schon eigene Beiträge vergeben. Da kann ich natürlich jetzt sagen, neuer Beitrag. Das ist der Hauptschatzmeister jetzt. Der darf natürlich neue Beiträge vergeben. Muss nicht der Admin machen. Okay. Aber wie gesagt, also das Mitglied hat einen Vertrag mit der Körperschaft, also rein rechtlich gesehen, und die Körperschaft wird wiederum vertreten durch den Hauptschatzmeister und deshalb soll der die Beiträge einstellen. Das ist dein. Aber es ist doch ein bisschen kompliziert. Der Hauptschatzmeister richtet jetzt den neuen Beitrag ein. Ja. Dieser Beitrag kann aber dann nur der Admin freigeben in den Beiträgen dort. Das kann dann wieder in der Benutzer. Nein, nein, das kann natürlich, Achso, Sie meinen, dass der den Beitrag zuordnet. Ja, das stimmt, das ist richtig. Das ist ein bisschen, ja, das ist. Das heißt, wir brauchen den Hauptschatzmeister in diesem Falle und den Admin, ja, damit der Squash-Kassierer den Beitrag auch kassieren kann. Ja, das ist in der Tat etwas kompliziert, aber es gibt eben so Sachen und das ist jetzt wirklich einfach nur, weil es ein rein rechtlicher Grund ist. Weil wir eben die Vereine schützen wollen. Wir haben erst die Woche wieder so einen Fall gehabt, dass jemand unehrenhaft, blöd gesagt, entlassen ist und der wollte nur mit dem Geld abhauen. Und es kann sein, dass Sachen natürlich dadurch kompliziert werden, aber wir schützen unsere Vereine. Wir haben auch schon früher andere Fälle gehabt, da hat der Spartenschatzmeister den kompletten Verein vernichtet, weil er einfach mal Massenänderung ausgeführt hat. Und ja, das wollen wir eben nicht. Und aus diesem Grund sind die relativ eingeschränkt, das ist richtig, ja. Leider. Okay, aber jetzt kommt ja dann eh die Kursverwaltung und dann dürfen wir ja Kurse abrechnen, dann braucht man keine Beiträge mehr, Herr Rosen. Wiederholen Sie das bitte nochmal auf Deutsch. Es kommt da jetzt dann sowieso die separate Kursverwaltung in NetXPF rein und dann müssten ja das nicht mehr als Beiträge angelegt werden. Aha, und da weiß ich gar nichts von. Ja, das kommt ja erst noch. Es wird also dann eine große, große Kursverwaltung geben, wo ich also einen Übungsleiter bestimmen kann und wo ich dann eben Mitglieder hinzufügen kann mit verschiedenen Beitragssätzen und dann kann ich das abrechnen, kann dann automatisch gleich den Übungsleiter abrechnen, kann es separat auswerten und so und. Ist aber noch ein bisschen, fließt noch ein bisschen Wasser die Isar runter. Bis das, ja, das wäre schön, das brauche ich. Okay, ich weiß, Herr Rosen. Okay, ja, wie gesagt, also mal ganz kurz zu diesem Spartenschatzmeister, wie gesagt, der Vorteil ist, für den Spartenschatzmeister ist dieses seine eigene Sparte, seine kleine eigene Sparte, sein kleiner eigener Verein, mit dem er arbeitet. Er macht eine Einnahmenüberschussrechnung, er kann seine eigene, in Anführungszeichen, Hauptversammlung halten, er kann sich entlasten lassen von seinen Kassenprüfern, alles wunderbar, aber er merkt nicht, dass alles, was er bucht, im Endeffekt auch im Hauptverein gebucht ist. Das heißt, der Hauptschatzmeister muss hier nicht mehr separat buchen. Und das ist eben der riesen Vorteil von NetXPV-Verein. Okay. Gibt es zu diesem Spartenschatzmeister noch Fragen? Ja, ich habe noch eine. Okay.
Wann ist die Belegablage für den Spatenschatzmeister fertig? Ist in Arbeit so schnell wie es geht, weil die haben schon sehr viele jetzt angefragt.